Wir haben jetzt September und wie ihr seht, haben wir nochmal richtig schönen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein. Und genau, die Wetterprognose sagt nochmal ein paar richtig tolle warme Tage vorher für den September. So ein kleiner Spätsommer mit so ein paar Sommervibes, die wir noch haben, bevor der Herbst dann auch richtig losgeht. Und vor allem auch vor dem verregneten Sommer, den wir so ein bisschen hatten, tut es gerade nochmal richtig gut. Nicht nur uns, sondern auch den Pflanzen. Und genau, wir hoffen, dass wir jetzt noch einen erfolgreichen Erntemonat vor uns haben. Zu ernten auf jeden Fall Kartoffeln. Da haben wir noch ein paar Pflanzen. Unsere nachgesäten Radieschen, die sind hoffentlich auch erntereif. Müssen wir mal schauen, wie groß die geworden sind mittlerweile. Genauso geht es um den Salat, den wir nachgesät haben. Beim Kohl müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar alle rausnehmen. Je nachdem, wenn die groß genug sind, gehen wir da vielleicht kein Risiko ein. Bevor da noch irgendwie ein Befall drankommt, können wir die lieber dann Keller lagern, dunkel und schattig. Und die Tomaten, die restlichen, die werden wir wahrscheinlich auch dann jetzt ernten. Genau, es werden wahrscheinlich nicht mehr so viele sein, aber wir schauen einfach gleich mal. Ich habe schon ein bisschen was Rotes und Gelbes durchleuchten sehen. Und dann schauen wir einfach mal, was uns so erwartet. Wir wollen jetzt das erste Mal Kartoffeln ernten. Ich bin ganz gespannt. Letztes Mal haben wir nur das verwelkte Grün weggemacht. Und wir wollten die aber noch ein bisschen im Boden lassen, damit die Haut von der Kartoffel, die Schale, sich noch ein bisschen mehr entwickelt, dass sie ein bisschen länger haltbar. Und es ist ein paar Tage her. Wir sind ungeduldig und versuchen jetzt einfach mal unter die Kartoffel zu kommen und die vorsichtig rauszuheben. Das ist Gold der Erde. Das sieht sehr gut aus. Dennis buddelt gerade hier noch mal ein bisschen neben dem... Warte, dann haben wir es noch mal mit der... Boah, das ist eine riesen Kartoffel. Da kommen echt noch mal ein paar... Die ist leider auch faul. Ja. Bleibt auch nicht aus. Die riecht auch faul. Aber die ist noch gut. Ja, ganz viele kleine Regenwürmer. Ich darf jetzt auch ein paar Kartoffeln ernten. Ich freue mich sehr. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier unter ganz tief in die Erde rein. Das sind richtig viele. Es hat sich richtig gelohnt, das so fleißig alles anzuhäufeln, weil wir jetzt echt richtig große Kartoffeln haben. Auch wenn wir dieses Jahr oder unsere Tomaten ja dieses Jahr sehr stark von Braunfäule betroffen waren, können wir trotzdem noch einige Tomaten ernten. Und wir haben hier so dicke, richtig rote, schöne Tomaten. Drei Stück tatsächlich hier an einem Strang. Mega cool. Und die kann ich hier auf jeden Fall schon ernten. Die so ein bisschen... Zack. Also die ist wirklich so groß wie meine Hand. Richtig schöne Tomate. Wir haben zwar jetzt schon September, aber da wir noch mal so spät ein paar Radieschen ausgesät haben und das Wetter so schön warm war jetzt auch die letzte Zeit, können wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar ernten. Man sieht das hier auch ganz gut, dass sie schon so oben aus der Erde rausgucken. Na, sie ist hartnäckig. Und dann kann ich die hier so rausziehen. Nicht so einfach, hier in dem Gestrüpp. Aber ein paar kann ich auf jeden Fall jetzt noch mal ernten. Und hier neben ist auch noch unser Spinat, den wir noch nachgesät haben. Da sieht man auch, wir haben dazu gelernt im Laufe der Saison. Der ist richtig schön in einer Reihe. Das ist jetzt der zweite Kohl, den wir ernten. Und wir sind dann noch ein bisschen im Try and Error, wie es am einfachsten ist. Wir haben jetzt mal die äußeren Blätter einfach abgeknickt und versuchen jetzt schon die Blätter, die noch so ein bisschen angefressen waren, weil sie zu sehr außen waren, abzuschneiden und dann direkt von der Wurzel zu trennen, den schönen Teil des Kohls. Die Wurzel von dem Kohl ist einfach schon viel zu dick, um sie noch mit dem Messer abzubekommen. Deswegen versucht Dennis jetzt mal mit dem Spaten. Oha. Das war überraschend leicht. Cool. Ein Rotkohl. Yeah. Ja.
Wir haben jetzt hier unseren großen Weißkohl, den wir die ganze Saison über haben wachsen sehen. Und der ist richtig, richtig groß geworden. Mega cool. Und so langsam ernten wir den jetzt mal, bevor er nachher aufplatzt oder ja von Insekten oder so befallen wird und noch nachher abgefressen wird. Das wollen wir nicht, deswegen ernten wir den und machen davor erstmal außen die ganzen Blätter alle ab. Man sieht schon, hier sind auch so kleine Mini-Kohls, kleine Babys. Ich weiß gar nicht, ob man die essen kann. Ich glaube schon. Warum nicht? Ja, ich lasse sie mal gerade so. Kümmern wir uns erstmal ums große Ganze. Dann ganz viele kleine Kohls. Jo. So. Noch einer. Genau, und die Wurzel ist jetzt unten, das wird man jetzt gleich sehen, auch schon echt dick und groß. Und deswegen kriegen wir das mit dem zwar scharfen, aber kleinen Messer nicht durch. Damit machen wir einfach so außen die Blätter alle so ein bisschen ab. Und genau, den Kohl aber gleich lösen von der Wurzel, machen wir mit dem Spaten. Und wichtig ist auch, dass wir die ganze Wurzel vom Kohl einmal rausreißen aus der Erde, damit sich einfach keine Krankheitserreger bilden. Das machen wir jetzt gleich. Das ist Dennis. Sehr schön. Ja. Tja, also wir dachten, unsere Zucchini-Ernte wäre jetzt so langsam vorbei, aber wie man sieht, haben wir hier noch einfach eine Monster-Riesen-Zucchini. Hier verstecken sich noch weitere. Die sind echt so unterarm groß und da hinten sind auch noch zwei. Also waren jetzt echt irgendwie nur eine Woche nicht da, aber die sind noch so riesig und ja, hier sind auch immer noch Blüten, wie man sieht. Irgendwie haben wir wirklich, was Zucchinis angeht, dieses Jahr sehr viel Erfolg und machen anscheinend da ganz viel richtig. Ich bin gerade dabei, unseren Salat zu ernten. Der ist super groß gewachsen. Das ist der, den wir nachgesät haben. Ich werde den Salat jetzt wie Pflücksalat ernten. Das heißt, dass ich einfach mit dem Messer vorsichtig hier an den Ansatz gehe und es einfach abschneide. Dann hat der Salat nämlich noch die Chance, obwohl wir jetzt schon spät im Jahr sind, weiter zu wachsen. Man könnte den auch komplett rausholen, aber wir erhoffen uns jetzt schon noch ein paar gute Ernten. Und dann nehme ich jetzt was von der Sorte hier. Den Salat ernte ich jetzt als Pflücksalat. Und am besten geht man da so vor, dass man die äußeren Blätter vorsichtig mit dem Messer anschnitzt, damit man die so wenig wie möglich verletzt. Und dann kann man das Blatt einfach abnehmen. Von innen kann der Salat dann schön weiter wachsen. Ja, so angefressene Blätter oder so, die kann man halt richtig gut auch noch zum Mulchen nehmen oder auch einfach für den Kompost. Die würden wir jetzt nicht essen, vor allem. Großschnecke. Was ich da gerade eine Schnecke über unseren Salat hermacht. Wir konnten im September jetzt nochmal richtig gut ernten und bei meistens Sonnenschein hatten wir auch wirklich die perfekten Bedingungen dafür und es hat viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt mal gespannt, weil es jetzt so langsam in den Herbst auch reingeht, wie sich unser Mietgarten jetzt weiterentwickelt, was wir vielleicht noch ernten können. Wir haben, glaube ich, noch eine Reihe Kartoffeln drin und so ein bisschen Salat und auch Kürbis, den wir dann noch entsprechend auch hoffentlich im Oktober noch ernten können. Genau, und sind ganz gespannt, was die nächsten Wochen jetzt so bringen in unserem Garten.